Nein, in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ist es nicht okay, fremdzugehen. Aber stell dir vor, wir wären in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es das Konzept Monogamie, feste Beziehung und Hochzeit nicht gibt oder in der das zumindest die Seltenheit ist. Stell dir vor, du wirst von niemandem verurteilt, mehrere sexuelle Partner zu haben, weil jeder, den du kennst, hat auch mehrere sexuelle Partner. Das Konzept Fremdgehen würde nicht existieren, Eifersucht würde es nicht geben und niemand würde von irgendwem erwarten, ab irgendeinem Alter verheiratet zu sein, Haus und Kinder zu haben, weil all diese Dinge nicht existieren. Also Kinder würden schon noch existieren, weil es ja diesen 1% in der Gesellschaft gibt, die in diesem ganz komischen Konzept von Monogamie leben. Aber größtenteils würden all diese Dinge nicht existieren. Ja, okay, Häuser würden natürlich auch noch existieren, aber du weißt, was ich meine. Frag dich mal, wie viele Ehepaare und feste Beziehungen kennst du aktuell aus deinem Umfeld, die es so nicht geben würde, wenn es nicht diesen gesellschaftlichen Druck gäbe, den Partner fürs Leben zu finden? Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren Single und hatte dadurch sehr viel Zeit, über Beziehungen und Partnerschaften nachzudenken. Und ich bin an einem Punkt, wo ich zwar definitiv noch daran glaube, eines Tages auf eine Person zu treffen, die auf mentaler Ebene mein Seelenverwandter ist, aber ich glaube nicht mehr wirklich daran, dass es gesund und oder das Richtige ist, in sexueller Monogamie zu leben. Und ich glaube, einige Menschen würden mir da zustimmen, wenn ihnen nicht ihr ganzes Leben lang beigebracht worden wäre, dass diese Ansicht das Falsche ist. Ich habe leider keine wirklich vertrauenswürdigen Statistiken zum Thema Fremdgehen gefunden, vor allem weil wahrscheinlich die wenigsten ihrem Partner fremdgehen und sich dann denken, oh boy, gleich erstmal die Brudis von der Fremdgeh-Statistik anrufen. Ich habe mir stattdessen mal die Billboard Top 10 der letzten 20 Jahre angeguckt, um zu sehen, wie viele Songs handeln ums Fremdgehen. Also ich weiß, ich hätte das jetzt nicht machen müssen, nur um den Punkt zu verdeutlichen, dass Fremdgehen ein sehr präsentes Thema ist. Aber es hat mich trotzdem interessiert, das mal nachzugucken, weil es mir immer wieder auffällt, wie viele Songs wir tagtäglich hören, bei denen das Hauptthema Fremdgehen ist. Hier die wahrscheinlich berühmtesten aus der Liste. Also, Fremdgehen ist ein sehr präsentes Thema. Was ich mich jedoch speziell zu diesem Thema immer wieder frage ist, was genau ist der Grund dafür, dass man sich schlecht fühlt, wenn dein Partner dir fremdgeht? Ist es wirklich die Tatsache, dass dein Partner Sex mit jemand anderem hatte? Oder liegt es vielleicht hauptsächlich daran, dass man nichts davon wusste, gemischt mit der Tatsache, dass wir nun mal in einer Gesellschaft leben, in der Monogamie der Standard ist? Ich muss immer wieder an dieses Beispiel mit dem Lieblingsessen denken. Sagen wir, du findest deinen Partner fürs Leben, deinen Seelenverwandten, dein Lieblingsessen und das isst du dann jeden Tag. Du liebst dieses Essen, es ist das Leckerste, was du dir vorstellen kannst, aber jeden Tag? Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sagt, ja Mann, ich find's gut, jeden Tag das exakt gleiche zu essen. Und genauso unlogisch müsste es doch eigentlich sein, für immer mit nur einer Person zusammen zu sein. Oder zumindest mit nur einer Person Sex zu haben. Aber in dem Bereich ist es laut der Gesellschaft, in der wir leben, nicht unlogisch und sogar das einzig Richtige, jeden Tag das gleiche zu essen und davon nicht kotzen zu müssen. Was ich sagen will ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tatsache, dass deine Partnerin oder dein Partner an einem Tag mal was anderes gegessen hat als ihr Lieblingsessen, der Grund ist, warum man so verletzt oder sauer ist, wenn man betrogen wird. Ja okay, Chris, was ist dann die Lösung? Sollen wir jetzt Fremdgehen normalisieren oder was? Nein, Fremdgehen sowieso nicht. Fremdgehen ist immer schlecht so. Darauf können wir uns ja alle einigen. Was ich eher mit diesem Video bezwecken will, ist, dass jeder, der das gerade sieht, einfach mal in sich geht, sich das Beziehungsmodell, was er aktuell als das Richtige empfindet, vor Augen hält und sich fragt, warum. Warum finde ich, dass das Richtige ist? Und vor allem, würde ich dieses Beziehungsmodell immer noch als das Richtige empfinden, wenn sich meine Umgebung bzw. die Gesellschaft, in der ich lebe, um 180 Grad drehen würde? Ich denke da in letzter Zeit einfach öfter drüber nach und würde gerne mal andere Meinungen hören. Vielleicht gibt es da draußen auf einmal erstaunlich viele, die das auch so sehen oder da auch drüber nachdenken. Oder das Gegenteil passiert und ihr könnt mir verschiedene Argumente für die Monogamie nennen. Was auch immer es dann wird, ich bin sehr gespannt darauf. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber reden. Das ist übrigens das erste Video dieser Art von mir, also schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat oder gebt mir einfach ein Like oder ein Dislike, damit ich sehen kann, wie solche Videos bei euch ankommen und ob ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.